Darum solltet ihr bei der Haussuche immer vorsichtig sein. Ein junges Pärchen aus Amerika hat sich ein älteres Haus gekauft, was sie vollständig renovieren wollten. Der Mann war für die Außenfassade zuständig und die Frau hat in der Zeit drin die Tapeten abgerissen. Alle Wände samt der Decke waren mit einer ganz komischen Tapete bezogen. Unter jedem Streifen Tapete stand ein Name und ein Datum. Mit der Zeit fand die Frau das irgendwie komisch und hat diese Namen gegoogelt. Schnell fand sie heraus, dass es Namen waren, die zu Personen gehörten, die vermisst wurden. Sie rief sofort die Polizei an, diese kam dann zum Haus und schaute sich alles näher an. Sie überhörte ein Gespräch zwischen zwei Polizisten. Der eine meinte nur, es ist menschlich. Die Frau war völlig schockiert, was ist menschlich? Woraufhin der Polizist entgegnete, wo haben Sie denn die Tapetenreste hingemacht, die Sie hier abgezogen haben? Das war keine Tapete.